Falschgeld bekommen? Ja, Leute, ich glaubte, das ist mir heute passiert, oder vielleicht ist es ja wirklich so. Wir sind gerade auf dem Weg in die Slowakei, ich war natürlich dazwischen mal kurz Geld abheben und Geld wechseln. Und bei der Tankstelle habe ich dann diesen 20er hier bekommen und ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen. Als erstes glaubte ich wirklich, es ist Falschgeld. Rechts vom Schein gibt es ja so eine reflektierende Folie oder sowas, aber bei diesem 20er ist einfach alles weg. Leute, ich weiß nicht, wie man sowas schafft. Ich habe Geld schon in meiner Waschmaschine gewaschen, da ist schon Nitro drüber gelaufen oder Isopropanol oder sonst was, aber das ist nie runtergegangen. Deswegen war meine Vermutung zuerst, der Schein ist falsch. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, weil die anderen Merkmale sind da, obwohl es schaut ein bisschen anders aus. Und mir ist es auch am Anfang gar nicht aufgefallen, einfach das Geld zur Retour genommen und dann ist es mir erst dann später aufgefallen. Jetzt ist die Frage, was soll ich damit tun? Soll ich eigentlich zur Bank gehen und mal schauen, ob die mir den gegen einen normalen 20er zurückwechseln oder soll ich einfach versuchen, das Teil auszugeben? Also wirklich echt strange. Hattet ihr schon mal so einen Schein?